Hey, 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 draus vom Walde komm ich her und ich begrüße euch sehr herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ich wollte etwas reimen darauf, aber das wäre sehr schlecht gekommen. Hallöchen und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind wieder hier mit dabei in der Minecraft-Aufnahme. Und ich sehe, hier hat sich gebrannt ein bisschen. Siegel. Wir haben kaum noch Kohle. Na gut, das ist schon noch ein bisschen was, aber es reicht kaum noch. Ich knüpfe, ihr seht, gleich an die nächste letzte Aufnahme an, auch wenn das für mich schon eine Weile her ist, aber das ist ja immer so. Es ist immer eine Weile her für mich. Oh Gott, meine Tastatur, die hat sich gerade ein bisschen in die Enge verabschiedet. Auch eine Aussage, die hat sich in die Enge verabschiedet. Ach, was weiß ich. So, wir sind ja hier noch dabei. Wir wollten uns hier ein Haus, ein Raum bauen, in dem wir die ganzen Tränke aufhängen. Unvorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich die Tränkeliste nicht mit aufgeschrieben. Ich bin manchmal echt ein Held. Das stellt aber kein Problem dar. Dann werde ich einfach nachher mal ganz kurz, wenn wir den Raum fertiggestellt haben, wenn wir das denn so, wie ich das mir das beliebt, in dieser Aufnahme überhaupt schaffen, werde ich dann nachher ganz kurz mal einen Cut einbauen, der für euch ja nur eine Mikrosekunde dauert, und werde in dieser Zeit Hilfe, lass mich, oh, kann ich reden, muss kämpfen. Jetzt lass mich doch mal. Ich glaub's auch, Junge, halt. So, jetzt hab ich auch. Fax, Digga, mit dir. Ja, werde ich nochmal kurz eine Karte einbauen und werde dann mir alles rausschreiben und dann soll es weitergehen. Das haben wir hier. Nichts Spannendes. Eigentlich wollte ich zum Haus gehen und schlafen, aber irgendwie haben mich die Skelette jetzt eingeloggt. Mit ihren unglaublichen Parfumé. Aua. Was, zwei schon wieder? Oh, weg hier. Nur noch halbes Leben. Anderthalb Leben, meine ich. Ah. Oh, geil, das Geräusch im Schnee. Das wurde mir gar nicht aufgefallen. Ich werde noch was essen. Und dann versuchen, so schnell wie möglich ins Haus zu gelangen. Damit wir... Oh, Creeper. Creeper, it's a Creeper. Damit wir hier einen beruhigten Schlaf führen können, während die Monster hier draußen wüten. Spinne. Spinne. Creeper. Ich werde verfolgt von die Bösen. Rupsch, 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 rupsch. Schnell einschlafen, alles vergessen. So. Da brennt alles fröhlich vor sich her. Guck mal hier, Creeper. So, du kriegst da und... Du bekommst auch ein bisschen. So, du noch ein bisschen hier kommen. Sehr schön. Die da hinten möchten auch alle. So. Und hier war doch gerade auch noch was, oder? Ja. Ein Zomboy ist hier. Sehr schön, aber ein bisschen EP gemacht. Und guck mal, da ist ein Creeper. Creeper! So. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Runde Leben, weil wir haben kein Leben mehr. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen mal dahinter, weil da hinten war ja auch noch ein riesengroßer See, Teich, Meer, was auch, ich glaube, es war sogar ein ganzes Meer, was da hinten war. Laufen wir direkt durch Schweini durch und hier sind, wir müssen hier unbedingt ein paar Kühe hinbekommen, so Wildlebende, die ich da nicht abschlachte. Weil es ist doch eine recht große Fauna und Flora hier. Oh, wenn ich jetzt gerade, was war, Fauna und Flora. Ich glaube, die Flora war die Pflanzenwelt, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich benutze die Begriffe so selten. Ich glaube, Flora war Pflanzenwelt und Fauna war Tierwelt. Gut, wir haben gleich Lehm gefunden. Lehm. Lehm, 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 Lehm. Gib mir your Lehm. Ich will dein Lehm haben. Also der Lehm. So. Das tun wir jetzt noch ausfüllen mit Zeug, das wir nicht besitzen. Klasse, ich bin begeistert. Einfach nur randalieren hier, ist auch wieder schön. So, dann nehme ich mal hier ganz kurz ein bisschen. Ah!
Alter, jetzt hab ich mich aber erschreckt. Nehmen wir uns mal ganz kurz hier ein bisschen. So ungefähr wäre das jetzt abgelaufen. So. Na ja, komm, ich mach's noch voll. Immerhin steht hier genau daneben eins unserer Gebäude. Das soll ja natürlich auch ein bisschen schön aussehen dann hier. Wir wollen die Idylle der Natur natürlich genießen. Genießen. So, dann hier noch ein bisschen. Komm, da noch voll, hier. Ein bisschen da noch. Verschwinde, Huhn. Nur ich kann es tun. Da sind freilebende Kühe, die könnte man vielleicht einfach dahinter ziehen dann. Also mit, funktionieren die Seile eigentlich nur für Pferde? Alter. Hier fällt noch jemand runter. Ich zum Beispiel. So, haben wir denn hier noch irgendwo... Ui, hier geht's tief runter. Los, komm, ich geh mal noch eine Baden. Was ist das? Noch eine Schlucht. Alter, was ist denn hier los? Geronimo! Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Geronimo hat sich gelohnt. Yay, Leben ohne Ende. Mehrschichtig. Jetzt zum Sonderangebot. Zu unglaublichen... hoch, 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 hoch. Au, 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 au. Aua. Das hat weh. Dich interessiert das nicht, Kuh. Ich weiß schon. So. Hier noch ein bisschen Lehm ernten. Diesmal ein bisschen schneller hoch. Am besten mit zwei Blasen hoch. Schon hoch. Hoch, 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 hoch. Autsch. Autsch. Okay, ich soll bei drei schnell anfangen hochzufahren. Vor allem fahren. Ich fahre aus dem Wasser her hoch. Aus der Haut fahren könnte ich. Was? Alles da? Okay. Dann begeben wir uns zu neuen. Ach, guck mal, das ist gleich noch was. Lehm! Ich habe so oft auf dich gehofft und gewartet. Nun, ich habe dich gefunden. In reichlichem Maß. Hm. So. Und wie viel... Ach, guck mal, das geht hier ratzfatz, meine Freunde. Keine Zeit zum Ausruhen. Einfach immer weiter Lehm kloppeln. Und vielleicht haben wir am Ende sogar noch was übrig. Da können wir dann eventuell bei irgendwelchen anderen Projekten noch ein bisschen Lehm verwenden. Das sollte ja auch nicht störend sein. Und da hinten sehe ich gleich die nächste Lehmquelle. Allerdings haben wir danach dann wahrscheinlich alle Lehmquellen in der Gegend aufgebraucht. Aber das war ja früher mal wesentlich seltener, soweit ich... Zelda. Zelda. Das war früher wesentlich seltener. Soweit ich das weiß, war das damals wesentlich seltener, das Lehm. Das haben sie ja irgendwann... dann auf die ja nicht mehr so Seltenheitsliste gesetzt bei Minecraft, wie so ziemlich alles nach einer Weile bei Minecraft. Schade eigentlich, aber ist halt so bei Minecraft. So, lass mich mal hochruhen und dann packe ich hier mal wieder einen Strand hin. So, da noch was hin und dann packe ich da noch was hin und dann hat sich wieder alles. Und da habe ich sogar noch ein bisschen Leben. Und dann schauen wir mal, haben wir hier noch eventuell gleich nebenan was. Nicht wirklich, allerdings haben wir auch genug und nicht die Kohle da hinten hole ich mir noch mal kurz. Die Kohle! Hallo Kuh. Skelett? Ich habe ein Skelett gehört. Was haben wir denn für Hacken dabei? Haltbarkeit und Effizienz und Glück. Hoho. Mach mal Platz, ihr Heiligtümer. Denn ich muss jetzt daran. Blub, 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 blub. Kohleproblem gelöst. Haha. Okay, dann geh mal hier nochmal ein bisschen was weg. Huch, das wollte ich gar nicht. Na egal, komm. Und dann machen wir einfach hier die Wand dicht. So sieht aus, als hätten wir da nie was rausgenommen.
So, Kuh. Was ist das ja eigentlich für eine komische Insel? Weg! Ich mach dir mal ein bisschen blauen Platz. So. So sieht das schon viel schöner aus. Oh, hier noch ein bisschen was hin. Und da noch ein bisschen was. So. Oh, wenn die noch grün wird. Wieder was für die Welt getan. Hey, ich bin begeistert von mir selbst. Sterbt mal fröhlich. Ich möchte eure Tintensäcke haben. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Ihr spawnt ja eh wieder neu. Ist das ein Creeper? Nee. Hier haben wir wieder die schöne Schlucht, in die ich was reingefallen wäre. Da laufen wir diesmal munter fröhlich außen rum. Warum haben wir auch noch einen Teich? Allerdings ohne Lehm. Da ist kein Lehm in dem Teich. Und hier ist unser Pferd und so wie ich gerade gehört habe auch noch ein Hund. Allerdings... Auch alles voll mit Hühnern. Das einzelne Pferd bringt uns im Moment noch nicht so ganz viel. Naja. Habe ich hier eventuell noch irgendwas? Ich habe da ja auch Kisten gehabt, oder? Ja, hier habe ich eine Kiste. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt was, das man braucht, aber ich nehme einfach mal alles mit. So. Hier müssen wir dann auch noch weiter bauen. In dem Haus da sind wir auch noch nicht fertig. Wir müssen doch so viele Dinge bauen. Und machen. Und tun. Lala, lala. Habe ich hier hinten noch was? Moment, ich guck, wenn ich einmal hier bin, gucke ich gleich mal hier. Über 1000 Schluchten musst du gehen. Ich habe passt ja sogar mit 7 Brücken. Aber 7 Brücken haben wir leider noch nicht. Noch nicht. So, was haben wir denn hier oben in den Kisten drin? Auch noch allerhand gezuppelt. Ich nehme mal die Rosen mit. Einfach, weil ich kann. Ich habe sonst nichts mehr und... Jump and run! Puh, ouch. Ich dachte, ich schaff das. Oh. Ich dachte gerade, ich habe vielleicht eine Enderperle aufgehoben, aber... Dem ist nicht so und der Wald... Ach du Scheiße, der Wald ist ja... Der ist ja gegrünt. Hinten? Sieht auch nicht schlecht aus. Ah, das gefällt mir. Der ist schön gegrünt. Ach, schön. Kann man hier noch? Setzlinge, okay. Sonst habe ich allerdings nichts Setzlingsmäßiges dabei. Aber den Knochen kann ich da mal reinschmeißen mit. Was denn du hier? Keine Hühner auf meinem Bauernhof. Und das nehmen wir mal gleich mit aus dem Grunde. Was haben wir denn hier? Warte mal. Glück. Oh. Ja. Die Schaufel ist natürlich so stark, die haut das ganze Rest auch gleich mit raus. Oh, man macht so einfach. So. Machen wir nichts kaputt. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwas loswerden dafür. Ich würde mal sagen, wir schmeißen mal die Hühnerschenkel hier weg. Hey, wann rennt man denn so schnell hier? Schon 64? 4 und... Oh, scheiße. Oh, lala! Olga! Was? Und dann nehmen wir mal hier einfach ein bisschen was mit und dann können wir nämlich nachher gleich immer soweit sein sollten, wenn wir es soweit schaffen sollten. Wir brauchen ja doch ein bisschen länger als geplant für das Haus. Können wir eventuell gleich einen Trank brauen. Tja, dann lasse ich einfach mal noch... Die Samen hier. Und nehmen den Rest davon mit. Was schon? 264er? Nö, was ist denn hier mit? Hallo? Keine Ahnung. Ah, und schon wieder ist die Nacht eingebrochen, meine. Die Viecher sind ja nicht überall. Hallo? Wie geht's dir? Ich geh jetzt hier schlafen. Und was machst du? So. Jetzt legen wir noch den unnötigen Stuss hier in die Truhe. Das brauchen wir zum Beispiel alles gar nicht hier. Obwohl, da warte mal. 4 Federn. Das machen wir später mal. Das machen wir dann später.